Hey Leute, und da sind wir auch wieder mal bei RimWorld. Und ja, ist ja doch ein bisschen wieder was passiert hier das letzte Mal. Und ja, wir haben Nahrungsmangel. Daher auf zur Jagd. Meerschweinchen. Ist unser Hase männlich oder weiblich? Okay, ist weiblich. Dann können die Hasen gekillt werden. Erstmal nur die leichten Tiere, die sich nicht so wirklich verteidigen können. Ne, wir brauchen unbedingt Nahrung. So, Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Dann haben wir das erledigt. Geschossturm brauchen wir nicht. Krypto-Schlafkapsel, ja, vielleicht. Lange Klingen, Plattenrüstung will ich haben. Und lange Klingen will ich auch haben. So, Schlachtraum ist auch bald steril. So. Jumper. Gutheiser, du gehst jagen, sehr schön. Ja. Du bist perfekter Schütze. Ah, sehr gut. Gut, hier, das ist in Arbeit, sehr schön. Großhändler. Das ist auch sehr gut. Ich hoffe, ihr habt Nahrung. Einen Bock könnt ihr haben. Ah ne, warte, könnt ihr gar nicht haben. Könnt ihr gar nicht haben. Er könnte einen Buffalo? Nee. Alpakas. Und mach mich. Die ist sogar trächtig. Okay. Ihr habt Ziegen. Ich würde euch die Ziegen gerne abnehmen. Ihr habt Bauteile, das ist noch viel, viel besser. So, Stoff. Ja, perfekt. Alpaka-Wolle. Ich habe so viel Alpaka-Wolle. So. Stahl. Würde ich auch nehmen. Ah, das ist ein perfekter Händler, ey. Aus Stahl brauche ich nicht. Stuhl aus Stahl brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich nehme euch die Ziegen ab. Ich brauche die Milch von denen. Das nehme ich ab. Das nehme ich ab. Das nehme ich ab. Schokolade nehme ich auch. Bauteile nehme ich oder habe ich schon? Dann machen wir das wieder so. Ihr kriegt alle meine Alpaka-Wolle. Das ist kein Problem. Da mache ich sogar ein bisschen Plus. Ja. Kraftstoff brauche ich nicht. Machen wir so. Perfekt. Das ist sehr gut. Das hat sich gelohnt. Ich habe Plus gemacht, also ich habe ordentlich selber dazu gewonnen. Ich habe Tiere und ich habe massenhaft Bauteile.
41 Bauteile, damit komme ich wieder sehr gut voran. Ich kann das Ding fertig bauen. Ich kann nochmal so ein Ding fertig bauen. Ich kann reparieren vernünftig. Yep, das funktioniert sehr schön. Das ist ein super Händler, der da gerade aufgetaucht ist. Ein Alpaka ist trächtig. Jumper ist nicht mehr verwirrt. Vollständig geheilt. Sehr schön. Wie sieht's aus, Dickerchen? Mit den Ausbruchsversuchen. Okay, das geht. Ist relativ zufrieden, wie es scheint. Warm ist es auch. Wie sieht denn das Zimmer eigentlich aus? In Ordnung. Gefängniszelle ist in Ordnung. Ja, okay. Sehr schön. Dann holt mal alles rein. Trinkt die Milch leer, auch gut. Zieht weiter, sehr gut. Könnt ihr machen. Sehr gut, das wird fertig gemacht. So, die Nahrung muss jetzt nur noch schnell mal hier reingeholt werden. Das ist alles in Arbeit, sehr gut. Zusammenbruch schwer, warum? So, haben wir denn jetzt den Schneider? Wir haben den Schneider. Die Kleidung ist aber alles noch nicht aufgebraucht oder verbrannt. Aufgaben. Kleidung einschmelzen. So viel wie geht. Das machen wir jetzt erstmal Stopp. Die Kleidung muss erstmal komplett weg. Ja, Fabio, ich weiß. So, Nahrung kommt langsam ein bisschen wieder. Forschung abgeschlossen. Lange Klingen. Teppichherstellung. Teppiche. Ja, machen wir auch demnächst. Können hier vielleicht noch ein paar Teppiche ausgelegt werden in den Wohnungsräumen. Ah, schon wieder wegen Hunger. Na, wir müssen unbedingt... Oh. Einmal den Bock retten. Einmal das Alpaka retten. Okay, wir müssen dann erstmal wieder die Tierzone vergrößern. Tiere vergrößern wir erstmal wieder hier hin. Ja, damit die dann doch mal wieder ein bisschen Nahrung von draußen kriegen. Und hier hin und hier hin. Dann sollte erstmal von draußen fressen, bis dann hier vernünftig Heu wieder existiert. Ah, der Tisch ist fertig. Sehr schön. Fabrikationstisch. Aufgabe. Bauteile herstellen. Was brauchst du für Bauteile? Benötigt 12 Stahl. Ah, das ist doch perfekt. Machen wir 20 Stück. Das ist sehr gut. Können wieder laufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist auch bald fertig hier. Das Ding ist auch fast fertig. Okay. Einmal retten. Was soll hier eigentlich verbrannt werden? Genau. Okay, kann ich das so einstellen, dass Lock verrottenes menschliches Tierfleisch? Ja, schon. Was haben wir hier? Bambul. Achso, die ist eh fast weggerottet. Eine Vorratskapsel, sehr schön. Und zwar, was ist das? Neutranium.
Was kannst du? Weil ich ein synthetischer Rohstoff, der an sich nutzlos ist, aber zur Herstellung von Medizin und Drogen benutzt werden kann. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Was haben wir hier eigentlich? Uranerz. Ich weiß gar nicht. Uranerz. Uranhaltiges Gestein. Deckungseffektivität. Holz haben wir auch langsam wieder. Sehr schön. Und dickes Fell. Trumball. Kamel. Okay, Alpaka ist noch nicht wieder da. So, wir haben auch wieder ein bisschen... Ah ja, genau, das ist ja das Eichhörnchenfleisch. Nahrung ist in Arbeit. Kartoffeln sind gut gewachsen, sind bald soweit, dass die auch geerntet werden können. Das ist sehr gut. Wie sieht es bei dir aus? Du bist gut ernährt, sehr schön. Huerta, Bedürfnisse sehen gut aus. Gefängnis, ja, sieht gut aus. Das ist auch alles in Arbeit. So, wir haben noch 19 Bauteile. Mit den 19 Bauteilen können wir einmal das Ding bauen. Lange Klingen, schnelle Langschwerter und schwere her. Okay. Machen wir jetzt Teppich. So, dann Strukturen. Machen wir so. So und so. Und bauen hier dann Türen hin. Dann brauchen wir Strom. Und zwar machen wir dann so und so. Und du kümmerst dich drum. Seraph, du kümmerst dich hierum. Wir wollen genug Strom haben. Warte mal, das kann hier eigentlich... Okay. Bauen das alles vernünftig. So. Hier soll dann auch nochmal eine Tür hin. Gut. Das ist auch bald fertig. Die Tiere sind gut ernährt, sollten sie zumindest sein. Ah, nur unsere Nahrung fehlt ein wenig. Perfekt. Hast du genug? Bist du verbunden mit dem Stromnetz? Nein, noch nicht. Dann kümmerst du dich. Okay, du hast dich darum gekümmert. Sehr schön. Strom ist fast verbunden. Das ist deine Aufgabe, das fertig zu machen. Sehr schön. So. Ist gut in Arbeit, gespeichert und überschüssig. Sehr schön. Gut. Kannst du dich endlich darum kümmern? Wer kann sich darum kümmern? Kein Schmied. Alpaka löst eine Falle aus. Sonnenfinsternis. Du bist verletzt. Du bist das Alpaka. Okay. Chillen einmal. Um das Tier dann gleich kümmern. In 9 Stunden. Es legt sich höchstwahrscheinlich hin. Gut. Chillen. Behandeln.
Wir wollen ja keine Tiere hier verlieren. So, das ist sehr gut. Dann brauchen wir hier eine Lüftung. Machen wir ein paar mehr. So, Möbel, 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 nee, Böden. Hier kommt Betonboden hin. Und der Rest wird Holzboden. Kein Holz. Die Bauteile haben wir noch. 11. Dann kommt da der Dings hin. Der, wo haben wir ihn denn? Diverses, ne? Genau, Tiefenscanner. Scanner für entfernte Mineralien. Tiefenscanner ist da. Eine Sonne, die deine Forscher nutzen, um unterirdische Ressourcen zu finden. Die Chance, etwas zu finden, hängt von der Forschung. Benutzten Scanner verbraucht sehr viel Strom, um eine unterirdische Ressource. Okay. Verbraucht sehr viel Strom. Achso. Okay. Kann nur außerhalb gebaut werden. Gut. Das wird dann das nächste Ding sein, den wir dann hier hinsetzen. Den setzen wir dann dahin. Machen wir extra eine Stahlwand. Machen wir ein bisschen größer. So. Bäume anpflanzen. Teufelskarn. Sechit, Muntermacher, Go-Juice, Sprengfalle, Flachbildschirm. Automatische Türen, Biokraftstoff, Sprengfallen, Löschschaum. Löschschaum ist, glaube ich, noch ganz gut. So. Meerschweinchenfell, wieso wirst du nicht Kleidung, Konstruktion, Kleidung, Rohstoffe, Gegenstände, Herstellung, Textilien, Leder, 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 da, Bison, Leder soll doch alles. Auch Meerschweinchenleder. Mann, 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 Mann. So, Nahrung immer noch nix. Wieso bist du verwirrt? Was ist los bei dir? Bedürfnis. Ja, war keine Nahrung, ne? Schieß doch mal ein paar Tiere, ey. Brauchen dringend Nahrung. Wo sind unsere Kartoffeln? Wieso, was? Kann doch nicht sein. Wo sind unsere Kartoffeln abgeblieben? Sind die vergammelt? Kann doch nicht sein, dass sie schon wieder weg sind. Oder haben die Tiere die gefressen? Ihr futtert das erstmal so, okay. Na, endlich. Kann auch abgerissen werden. Ja. Das ist. Ja, läuft gerade nicht so gut. Die Nahrung fehlt uns richtig hart.
Brauchen wir nicht. Da kommen sie eh nicht ran. Was ist hier los? Ist es kalt genug? Im Freien? Achso, deswegen, weil hier noch offen ist. Okay, du musst unbedingt hier fertig machen. Und dann, Wand aus Stahl und dann brauchen wir ein paar Stahlsäulen. Ich hoffe, das hält aus. Hier soll erstmal alles fertig gebaut werden. So, das ist gut. Dann kann jetzt hier diverse Tiefenscanner. Kann. Na, hier soll ja kein Dach eigentlich rein. So. Sieht's aus. Wo ist die ganze Nahrung abgeblieben? Rekordrüstung. Rekordrüstung, diese leichte Power-Rüstung kommt standardmäßig bei Aufklärungstruppen zum Einsatz, die unterwegs Schutz benötigen. Für die Herstellung werden fortschrittliche Maßnahmen. Marine. Für die Marine-Rüstung werden diese Power-Rüstung kommt standardmäßig bei Hochtechnologien Sturmtruppen zum Einsatz. Die Herstellung werden fortschrittliche Bauteile. Machen wir hier. So, Böden. Böden. Da roter Teppich, grüner Teppich, blauer Teppich, cremeweißer Teppich. Cool, wir können Teppich bauen. Brauchen wir Stoffe für. Das ist aber jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Wichtig ist erstmal das da. Ach Gott. So Holz wieder nur für Brauch für diesen einen Ding. Wenn wir angegriffen werden, sind wir am Arsch. So, Tiefenscanner, Quatsch, Tiefenscanner, Bohrer. Ne, doch, Tiefenscanner. Wieso? Da ist hoffentlich die... Da, es wird irgendwie abreißen. Aha. Das war dann auch das andere Problem, dass ich nicht auf Abreißen gegangen bin, sondern Dachgebiet verkleinern. Alles klar. Medizinischer Notfall. Wo? Bio. Bedürfnis. Ganzkörperunterernährung. Ja! Wir wissen's. Irgendwie funktioniert's gerade nicht. Ich weiß nicht, was mit der Nahrung passiert. Wird gejagt, aber es passiert einfach nichts. Was ist mit dir los? Meerschweinchen. So, wir machen es anders. Arbeiten, jagen. Wir gehen jetzt alle auf Jagd. So. Ja. Passiert. Konnte ich nichts dran ändern. Ich habe keine Nahrung. Ich hätte es ein bisschen früher machen können.
Ich habe nur nicht dran gedacht, alle auf die Jagd zu schicken. Boomalobo, nein. Den ja, ja. Machlo rächt sich. Die können. Waschbär kann. Er steckt sich im Raum. Er ist okay. Oh, ne, den wollen wir zähmen. Oh Gott. Oh, echt jetzt? Kämpf doch, Mann. Elf Jumper. Ist er stark verletzt? Eine Prellung. Naja, es geht. So. Nahrung ist. Was? Verwirrung, Trauer. Ist er gestorben? Nee. Großhändler, sehr schön. Großhändler, mal gucken, was du hast. Ach, da ist er. So. Wie sieht's aus mit den Tieren? Okay. Ebe brauchen wir nicht, obwohl. Ne, wir haben keine. Wir haben nicht genug Nahrung im Moment. Wir haben doch zwei Böcke. Kann ja doch einer weg. Auch wieder Schokolade. Oh, ihr habt Bauteile. Bauteile, her damit. Her damit, her damit. Wir haben auch schon wieder ordentlich Alpaka-Wolle. Und Muffalo-Wolle. Ja, sonst. Reicht uns das? So. Erstmal keine Jäger. Oh, was ist mit dir los? Kannst du ihm irgendwie... Oh. Ich hoffe nicht, dass das unser letztes Weibchen war. Nee, zum Glück nicht. Also ein paar Weibchen haben wir und auch nicht unser Männchen war es. Sehr schön. Jumpa, du musst dich langsam wieder einkriegen. Oder ohnmächtig werden.
Ja, rohes Fleisch. Gut, so. Carlotta, du bist kein Koch. Dann kochst du jetzt erstmal und du kochst auch. Es wird erstmal Nahrung hergestellt und zwar massenhaft. Medizinischer Notfall immer noch. Eine erneute Hungersnot, mal wieder, ey. Das Milch. Sehr schön. Dann kann der Tiefenscanner denn dahin gebaut werden. Temperatur, kein Dach, ja, dadurch ist okay. Wo, Fabio? Weil du nichts zu essen hast. Nee, du hast genug zu essen. Ein Jumper kann wieder laufen, sehr schön. Das Ding wird gerade fertig gebaut. Bauteile habe ich ja wieder ordentlich. Übersinnliches Schiff. Na toll. Ah, muss das jetzt sein? Aber schnell. Verdammt, warum muss das ausgerechnet jetzt kommen? Nee, warte. Du musst noch bleiben. Du musst noch bleiben. Du musst bleiben. Du musst bleiben. Und du musst bleiben. Ihr müsst noch das Ding zerstören. Na los, mach das doch mal kaputt. Sehr schön. So. So. Ihr könnt wieder euch um so die Sachen kümmern. Gut. Fabio, bist du hier? Onesan. So, wer ist jetzt von euch am stärksten verletzt? Wer muss als erstes ordentlich gerettet werden? In 4 Stunden... Okay. Onesan, du kümmerst dich als erstes um Fabio, du kümmerst dich als erstes um ihn. Aber ganz schnell. Ganz, 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 ganz schnell. Ach so, schon mal gerettet. Sieht es aus mit unserer Nahrung? Nicht so ganz so gut.
behandeln. Erst alle behandeln. Sehr gut. Okay. Dann wollte eigentlich vor dem Angriff die Folge beenden. Dann mache ich das jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Ist ja doch wieder ein bisschen was passiert. Viel Chaos wieder. Alle Leute am Verhungern so ein bisschen. Aber naja. Wir sind auf alle Fälle dabei, gerade wieder ein bisschen mehr aufzurüsten und zu verbessern. Die Forschung läuft auch. Und ja, unser Dings ist jetzt hier auch fertig. Da setzen wir noch schnell die Stromleitung, bevor wir das nächste Mal vergessen. So und so. Setzen wir da noch einen ordentlichen Stuhl hin. Stuhl aus Stahl. So. Und ja, wir sehen immer beim nächsten Mal weiter, wie es dann ausschaut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und bis dann. Bye, bye.